auch nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Doch, ihr hört mich, oder? Ihr hört mich. Ah, okay, jetzt haben wir's. Okay, gut, gut. Jetzt müsst's gehen. Okay, jetzt hört ihr mich. Gebt's zu. Ich muss jetzt nur kurz nochmal hier speichern. Okay, so. Hi, herzlich willkommen im Basscafé. Herzlichen Glückwunsch, MH, zum Geburtstag. Boah, ist der Rubel hier wieder voll. Alter Verwalter. Ich sag mal erstmal guten Morgen an alle. Ist der Rubel voll? Was ist das für ein Ausdruck? Hi Matt, hi Sotiris, hi Mindenweber, hi Volker, hi Mark, hi Bass, Olli, hi MH, hi Isolde, Jens, Martin, Lutz, Michael, Kadauz, Jtendo, Thomas, Inga, Jean, Marc, Matt, tut mir leid, wenn ich jemanden doppelt nenne, Albert, Christian, wow, Hallöchen. Okay, wie, MH, immer noch kein Ton? Du willst mich wohl veräppeln. Ah, okay, jetzt geht's. Ja, tut mir leid. Ich musste... Ach, scheiß drauf. Egal. Wir haben heute wieder ganz wunderbare Themen. Und zwar ganz besonders zwei große Oberthemen, die gefühlt erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Aber macht nichts. Hat beides mit Bass zu tun. Das ist die Hauptsache. Thema Nummer eins. Wir befassen uns heute mit dem Thema Tonart herausfinden. Also wie finde ich eine Tonart heraus, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe? Es gibt verschiedene Herangehensweisen, je nachdem auch, was wir für Voraussetzungen haben. Thema Nummer zwei. Ich habe ein Buch gelesen. Und zwar habt ihr vielleicht letzte Woche gesehen, ich habe ein Video dazu veröffentlicht, zu meiner Handgelenkverletzung. Und mich hat jemand darauf aufmerksam gemacht, dass es ja Leute gibt, die sich damit befassen. Selbstverständlich. Und hat mich besonders auf diesen Menschen hier aufmerksam gemacht, nämlich Dr. Michael Lehnert. Hat das Buch geschrieben, Hände gut, alles gut. Das ist ein Handchirurg aus Berlin, zufälligerweise. Und er schreibt jede Menge über die Hände. Wie alles Mögliche funktioniert, Sehnen, Muskeln, Bänder, Tralala, Knochen, und gibt aber auch, und das ist für uns besonders interessant, gibt erstmal so ein bisschen Einblick in, was man machen kann, wenn man verschiedene Symptome hat, ist vielleicht für euch interessant, was das, auf was für eine Art von Krankheit das hindeuten kann, was so die Gefährdungen für die Hände sind im Alltag. Und für uns aber besonders interessant, gibt er ein paar Übungen raus. Und diese Übungen schauen wir uns heute an. Ein paar davon sind besonders für uns interessant. Das Fausttraining, das O, die Handspreizung, die Handkippe, die Fallhand, die Drehhand. Wollte ich eigentlich nicht ankreuzen, aber genau. Und ich habe das jetzt in den letzten Tagen gelesen, das Buch. Und wer vielleicht, wer Probleme mit den Händen hat sowieso, aber auch gerne, wer noch keine Probleme mit den Händen hat und viel und gesund spielen möchte, auch in Zukunft noch. Jetzt seid ihr noch jung, ne? Aber wartet mal ab. Dem und der lege ich dieses Buch ganz herzlich ans Herz. Hände gut, alles gut. Genau, kann ich echt nur sagen. Ach so, ich kriege übrigens nichts dafür, ne? Nicht, dass ihr irgendwas denkt. Bitte nichts denken. Nichts denken! Wir sind ja nur Bassistinnen. Okay. Ach so, interessant vielleicht auch, dieser Michael Lehnert hat einen Podcast. Den kann man sich auch reinziehen. Vielleicht wollt ihr euch den QR-Code abscannen. Passt auf, ich halte den mal in die Kamera und ihr könnt, wenn ihr zwei Geräte habt, wenn ihr zum Beispiel am Computer sitzt und ihr habt das Handy noch frei, dann könnt ihr mal den abscannen und dann könnt ihr euch den Podcast von den Menschen reinziehen. So, ich warte einen Moment, dass ihr das in Ruhe machen könnt. Das ist die Zukunft. QR-Code in die Kamera halten zum Abscannen. Moment, ich mach's gerade irgendwie scharf. So nah kann er nicht scharf. So aber. Okay, scannen. Wer jetzt noch nicht das Handy raus hat, ist eh zu alt, um Internet zu bedienen.
Drei, zwei, eins, vorbei. Sonst könnt ihr das natürlich auch googeln, ne? Gut. Ach so, ich bin ja noch ganz nah dran. So. Übrigens, meine Frage gilt immer noch, ne? Die Frage von vor ein paar Wochen zum Thema Gesangsunterricht. Also wer von euch was weiß, wo man Gesangsunterricht gut nehmen kann, vielleicht eigene Erfahrungen gemacht hat, sich auch für das Thema interessiert, vielleicht LehrerInnen-Empfehlung hat, Online-Kurs-Empfehlung hat, bitte Info an mich. Ich bin da gerade sehr interessiert dran. Ich möchte nämlich im neuen Jahr ein bisschen singen üben, ein bisschen singen lernen. Ich singe ja schon immer so viel, aber viel heißt nicht gut, ne? Also ich habe Erfahrung, das auf jeden Fall. Aber keine Skills. Naja, gut. Gut, fangen wir an mit dem Thema Tonarten. Tonarten herausfinden. Leider habe ich meine Notizen dazu nicht gefunden. Ich habe das neulich schon mal in der Basssprechstunde besprochen. Jetzt habe ich meine Notizen nicht dazu gefunden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ach so, Blechchor, ja, das ist natürlich spannend. Warte mal. Was ich aus der Oberstufe noch mitnehmen kann, bei dem Notenschlüssel die B- oder Kreuze abzählen, den ersten Dreiklang analysieren und mit dem Quintenzirkel vergleichen. So haben wir die Tonarten bestimmt. Ah ja, okay. Okay, pass auf. Es gibt mehrere Situationen, vor denen wir uns wiederfinden können. Es kann zum Beispiel sein, dass wir Noten haben. Ist wahrscheinlich so im Pop-Rock-Bereich eher selten, aber kann ja sein. Also stellen wir uns vor, wir haben zum Beispiel ein Songbook gekauft von irgendeiner Band, da haben wir Noten. Und dann steht da am Anfang zum Beispiel ein Vorzeichen. So, das ist eine Situation. Wir haben Noten. Andere Situation ist, wir haben einen Song und wir haben die Tabs dazu. Ja, also wir haben das Lied und haben noch was Schriftliches dazu. Dritte Situation ist, wir können nur hören. Dann sind wir zum Beispiel in der Band und die Gitarristin kommt an, schrammelt irgendwas und sagt, spiel mal mit. Ne? Und dann soll man mitspielen. Okay, Tonaushänger, sehr gut. Dann müssen wir das mal eben reparieren. Was ist denn da los? Okay. Gut, ich gucke mal, ob ich das eben schnell reparieren kann. Okay, alles klappt wieder. Gut. Naja, diese verschiedenen Situationen gibt es eben wieder. Was war Situation 3? Genau, letzte Situation ist, ich stehe im Proberaum, Gitarristin haut mir Akkord rein, sagt, spiel was dazu. So. Und Tonart finden, warum ist das überhaupt wichtig? Weil wenn wir eh die Akkorde begleiten, die da irgendwie stattfinden, wofür wollen wir die Tonart wissen? Ganz einfach, die Tonart definiert grundsätzlich erstmal alle. Mit Ausnahmen, Töne, die wir in dem Song zur Verfügung haben. Gibt, wie gesagt, immer Ausnahmen, aber grundsätzlich hilft es erstmal total, die Tonleiter zu wissen, die Tonart zu wissen, woraus sich die Tonleiter dann ergibt. Okay, Luca hat schon ganz recht. Wenn ich zum Beispiel Noten habe, dann sehe ich meine Notenlinien da und habe dann vorne Vorzeichen. Warte, ich zeige euch das mal. Ich habe hier so ein zerfleddertes altes Buch. Ah ja, hier. Wie ihr hier seht, habe ich hier das. Ah ja, es ist ein Violinschlüssel geschrieben, das macht aber nichts. Und habe hier zwei Vorzeichen, nämlich zwei Kreuze. Und diese zwei Kreuze verraten mir eigentlich alles, was ich über die Tonart wissen muss. Es gibt bis zu sechs Kreuze oder bis zu sechs Bs.
Und was ich dann mache ist, ich zähle die Kreuze oder die Bs oder was auch immer da steht und dann gucke ich mir den Quintenzirkel an. Wenn ich den Quintenzirkel auswendig weiß, natürlich noch besser. Aber in dem Fall kann ich mir den Quintenzirkel angucken. Das ist übrigens einer der wenigen Momente, wo ich den Quintenzirkel auch sinnvoll finde. Schauen wir uns den doch mal an. So, pass auf. Ich gucke mal. Wo haben wir den? Quintenzirkel. Irgendein Bild, was nicht ganz scheiße aussieht. Was ist hier mit? Ja. Okay, nehmen wir das. Na gut. So, pass auf, hier haben wir's. Das ist der Quintenzirkel. Ey, ich passe ja voll gut da rein. Quintenzirkel heißt erstmal, oder der Quintenzirkel zeigt uns, bei wie viel Kreuzen oder wie viel Bs welche Tonart ist. Jetzt haben wir eben zwei Kreuze gehabt in unserem Notenmaterial. Und jetzt gucken wir, wo wir hier die zwei Kreuze haben. C hat kein Kreuz. Ihr wisst ja, die C-Dur-Tonleiter, das sind alles Stammtöne. C, D, E, F, G, A, B, Deutsch H. Das sind alles Noten ohne Vorzeichen, also brauchen wir da kein Vorzeichen. Sobald aber ein Vorzeichen da ist, dann ist das Kreuz. Also sobald ein Kreuz da, nochmal, sobald aber ein Kreuz da ist, verändert sich die Tonart. Das Kreuz steht nämlich im Noten... In der Noten... Naja, wie sage ich? Genau, das Kreuz steht nämlich auf der Notenlinie vom F und macht das damit zum Fis. Und dadurch haben wir dann ein G-Dur. Weil G-Dur hat die Töne G, A, B, Deutsch H, C, D, E, Fis. Wenn wir zwei Kreuze da haben, dann haben wir ein D-Dur. So, das heißt, dieser Song, den wir eben angeguckt haben, das ist ein Song in D-Dur. Und das bedeutet, dass unsere zugrunde liegende Tonart, die D-Dur-Tonart ist, D, E, F, Moment, D, E, nee, Fis, G, A, B, Cis, D. Genau, zwei Kreuze, zwei Töne, die nicht den Stammtönen entsprechen, die wir von C-Dur eigentlich kennen. Das können wir anhand des Quintenzirkels und der Anzahl der Vorzeichen erkennen. Also wir zählen die Vorzeichen und gehen dann im Quintenzirkel lang, entweder die Kreuzreihe, also hier rechts lang, entweder die Kreuzreihe, bis hier sechs Kreuze, das ist aber eher selten, oder die B-Reihe, hier ein B ist Tonart F-Dur, 2 B ist Tonart B-Dur, B-Flat, also ne, deutsches B, englisches B-Flat. Dritte Tonart, also 3 Bs sind Tonart S-Dur und so weiter. Entsprechend können die Tonarten auch die parallele Molltonart sein. Also es kann sein, dass ich, wenn ich nicht in G-Dur bin, also ich habe zum Beispiel einen Song, ich weiß schon, das ist ein Rocksong und der Gitarrist ballert die tiefe E-Seite und ballert Powerchord auf E und dann noch ein paar andere Akkorde, kann ich mir schon denken, okay, so wie das fetzt, das wird nicht G-Dur sein. Ne? G-Dur ist mehr so Tralafitti, sondern es rockt auf E, er geht immer wieder auf E runter, bau, bau, es klingt auch nicht nach Dur, dann ist es E-Moll. Die parallele E-Moll, die parallele Molltonleiter, der Dur-Tonleiter G. So. Hat aber trotzdem die gleichen Vorzeichen wie G. Ne? Es gibt immer diese parallelen Tonleitern, parallel von G ist E, parallel von D-Dur ist H-Moll, parallel von A-Dur ist Fis-Moll und so weiter. Also hier außen am Quintenzirkel, das ist auch bei eigentlich allen Quintenzirkeln so, die man so sieht, auch oft groß geschrieben, seht ihr die Dur-Tonart und innen im Quintenzirkel klein geschrieben, seht ihr dann die entsprechende Molltonart dazu. So. Fragen? War doch alles super erklärt, oder? Ich würde sagen, war super erklärt. Auch Hafermilch kann sauer werden.
Okay, Blackcore, geh, du alter Hesel, hol Fische. Ja, genau. Der Merksatz für die Kreuztonaten ist geh, du alter Esel, hol Fische. Also ein Kreuz ist geh, zwei Kreuze ist du, alter und so weiter. Ne? Kann man sich gut abzählen. So ist auch mein Merksatz, geh, du alter Esel, hol Fisch. Merksatz für die B-Tonaten haben wir das auch. Ah ja, für die B-Tonaten, Merksatz für die B-Tonaten könnte sein, frische Brötchen essen Assistenten des Gesangs. Das habe ich mir damals, oder Assessoren habe ich mir damals gemerkt. Ich weiß gar nicht warum, ich weiß gar nicht, was ein Assessor ist. Aber das könnte ein Merksatz für die B-Tonaten sein. Ach so, Nils, ja, es gibt auch so Schieber, da kann man die Subdominante im, also da kann man die anderen Stufen ablesen. Das ist dann so ein Quintenzirkel mit so einer Pappscheibe drauf und so einem Nüppelchen in der Mitte, dass man so verdrehen kann und da sind so Löcher, so eine Schablone, da kann man so verdrehen. Klar, ist aber eine Krücke, ne? Kann man nutzen, weiß ich nicht, im Studium oder wenn man das gerade lernt, total gut, aber wenn man das wirklich können will, dann sollte man es auch können, oder? Würde ich sagen. Ja, Leute, mit dem Ton und so, ich habe hier Aussetzer, ich kriege das auch angezeigt von YouTube. Kann ich jetzt nichts machen. Hoffe, das geht so. Ja. Müssen wir jetzt durchhalten. Vielleicht geht das gleich wieder. Das ist, manchmal ist das für mich nicht ersichtlich und kann ich auch da nichts dran ändern. Gut, das ist, wenn ich Noten habe. Wenn ich keine Noten habe, dann wird es ein bisschen schwieriger. Sagen wir mal, ich habe immer noch Akkorde. Akkorde, aber keine Noten mit Vorleitern. Wenn ich Akkorde habe, dann kann ich mir diese Akkorde angucken und schauen, wie die zusammenpassen. Wie zeige ich es mal am besten? Okay, ich schreibe mal was auf. Okay, bam, da sind wir. So, Achtung. Gut, sagen wir mal, wir haben folgende Akkorde. A-Moll, C-Dur, E-Dur, ne, E-Moll. Und meinetwegen noch D-Moll. Und dann soll ich jetzt rausfinden, was das für eine Tonart ist. Ich will da mitspielen und was ist das jetzt für eine Tonart? Es könnten ja vier verschiedene Tonarten sein. Es könnte A-Moll sein, es könnte C-Dur sein, es könnte E-Moll sein, es könnte D-Moll sein. Und was ich jetzt mache ist, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir diatonisch sind. Also, dass alle Akkorde zu einer gemeinsamen Tonart gehören. Dass da keine Jazz-Akkorde drin sind oder keine Funktionsharmonien, die dann irgendwie wieder aus einer anderen Tonart geliehen sind, sondern dass alle Akkorde aus der gleichen Tonart kommen. So, da gehe ich erstmal von aus. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich mir rausrechne, sage ich mal, welche Töne in diesen Akkorden drin sind, dann habe ich ja die Tonart quasi rausgefunden. Ne? Schauen wir mal, was haben wir in A-Moll? In A-Moll haben wir ein A, dann die kleine Terz, das ist das C, und dann die Quinte ist das E. Super. Was haben wir in C-Dur? Das ist das C, die Terz ist das E und die Quinte G. Gut, wunderbar. Was haben wir in E-Moll? Grundton ist E, die kleine Terz von Moll ist das Gustav und die Quinte ist das B. Deutsch H, Englisch B, ich schreibe B. Und dann in D-Moll haben wir das D, dann haben wir F als kleine Terz und dann das A als Quinte. Übrigens, was ihr nicht seht, ich mache zwischendurch auch so
um den Fingersatz kurz abzuchecken. So, jetzt schreibe ich mal diese Noten, die ich da rausgefunden habe, hintereinander auf. Gut, ich fange einfach mal an mit C. Warum denn nicht? Gut, dann habe ich ein D, dann habe ich ein E, habe ich. Gibt es bei F irgendwas? Das ist ein Fis? Nee, das ist ein ganz normales F. Dann nach dem F habe ich ein ganz normales G, dann nach dem G habe ich ein A, dann nach dem A habe ich ein B. Aha, und jetzt habe ich, sehe ich, ich habe, wenn ich die Akkorde, die Noten der Akkorde hintereinander aufreihe, habe ich C, D, E, F, G, A, B, ist die C-Dur-Tonleiter. Ne? Das lässt sich so mit allen Akkorden im Grunde machen. Kann natürlich sein, in manchen Fällen, in sagen wir, in ein bisschen komplexeren Songs, dass da irgendwelche Tonartfremden Akkorde drin sind. Und dann gibt es da so ein paar, sagen wir mal, Konflikte. Das heißt, es können unterschiedliche Töne zusammenkommen, die eigentlich nicht in der gleichen Tonart sind. Aber das kann man erstmal so nutzen und sich dann anschauen. Oder ich kann auch, ja, erstmal so. Das kann man so nutzen. Was ich auch machen kann, ist, wenn ich anhand von einer Akkordfolge sehe, okay, das können vier Akkorde sein, kann ich auch mir mal einen Akkord aussuchen und den einfach mal mental mir vornehmen und sagen, okay, das wäre jetzt mal die Tonart. Und dann kann ich die Tonleiter von diesem Akkord, also wenn ich sage A-Moll ist die Tonart, dann kann ich eine A-Moll-Tonleiter spielen und das einfach mal über diesen Song, über diesen Part drüber probieren, in einem hohen Register, weil tiefe Töne furzen sich gegenseitig rein, in einem hohen Register ausprobieren, wie das so klingt zu dem Song und dann schauen, ob es da einzelne Töne gibt, die schief klingen. Und mir das so ein bisschen erarbeiten. Das ist ein bisschen schwieriger, braucht ein bisschen Gehör noch, aber das ist auch eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit hatte ich gerade noch. Ist mir jetzt aber weggekommen. Wenn ich Tabs zu einem Song habe, dann ist natürlich auch gut, weil dann kann ich mir anhand der Tabs vielleicht ungefähr herleiten, welche Tonleiter das sein könnte. Was dafür aber wichtig ist, ist, dass ich weiß, wie meine Tonleitern aussehen. Ne? Ich brauche die verschiedenen Patterns im Kopf von der Dur-Tonleiter, von der Moll-Tonleiter in den verschiedenen Griffweisen. Es gibt von beiden Tonleitern zwei Griffweisen, die ich regelmäßig benutze, die ich auch immer lehre, die sehr praktisch sind. Übrigens, ich habe dazu ein Griffbrett, eine Griffbrett-Tabelle, die könnt ihr euch gerne runterladen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und zwar unter basscoach.de/backstage. Ich teile auch mal den Link mit euch. Basscoach.de/backstage, da gibt es alle Unterrichtsmaterialien, die ich so frei zur Verfügung stelle. Was nicht heißt, dass es nicht auch noch coolere Unterrichtsmaterialien gibt, die ich nicht frei zur Verfügung stelle. Ach so, wenn Urbano versteht, gar kein Problem, ne? Dann ist das heute halt einfach mal so. J-Music, J-Tendover, ich habe die beste von letzter Woche noch. Die behalte ich auch noch einen Moment. Das hier ist der neue BTB, der mit der mit den Fanage-Threads. Und das hier ist der alte BTB von letztem Jahr. Ich sehe gerade, der ist auch länger insgesamt, ne? Ja, mit den Fanage-Threads. Und ich habe den SR noch und ich habe auch den EHB noch hier stehen. Und übe damit täglich und mache dazu Videos. Blackcore, so ein neunmal kluger Gitarrist kann einem auch einfach sagen, in welcher Tonart er schrammelt. Mich hat heute jemand angeschrieben und zwar hat sie gesagt, dass sie gefragt hat, was das für eine Tonart ist und die Mitmusiker haben gesagt, sie soll einfach zuhören, was natürlich auch überhaupt nicht hilfreich ist, ne? Ja. Aber Blackcore, ja, du sagst schon, das wissen die meisten ja selber nicht. Ja, das stimmt, das gibt's. Dann, so einen Gitarristen hatte ich auch mal, dann hat er irgendwas vorgespielt und der war auch echt gut und an der Gitarre habe ich ihn gefragt, was spielst du denn da? Weil ich das mir mal drauf schaffen wollte. Und dann sagte der,
ja, A-Seite, siebter Bund, und fing dann an, mir das so zu erklären. Er wusste nicht die Noten, er wusste nicht die Akkorde, er wusste gar nichts. Der wusste nur so, wo der seine Finger hinmacht. Ist ja auch nicht falsch. Der hat dann einfach mit seinen Ohren gearbeitet, ist auch voll gut, aber hat mir halt nicht geholfen. Und wenn man dann auch arrogant ist und sagt, hör einfach zu, das ist natürlich, ich glaube, da hätte ich nicht viel Spaß mit so Leuten zu spielen. Und dann würde ich nicht lange bleiben. Nils, wenn man mit der betreffenden Tonart irgendwann halbwegs vertraut ist, erkennt man sie auch relativ schnell an den Akkorden, ohne sich die Noten einzeln rauszuschreiben. Ja, was ich früher immer gut, was mir früher immer ganz gut geholfen hat, war einfach auf den tiefsten Finger von meinem Gitarristen zu schauen. Also wenn er irgendwelche Barré-Akkorde gespielt hat, seine tiefste Note hieß für mich immer, das ist mein Grundton. So kann man am Anfang eigentlich sehr gut mitspielen. Man glotzt ihm immer auf die Finger. Und dann spielt man einfach, was der Zeigefinger oder Mittelfinger vom Gitarristen spielt. Das klappt ganz oft. Okay, gut. Pass auf. Ich will direkt ins nächste Thema springen, außer ihr habt noch Fragen. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen, aber macht nichts. Ich bin ja nicht aus der Welt. Wenn ihr jetzt keine Fragen habt, springe ich direkt ins nächste Thema. Andreas, geil. Jetzt weiß ich, was die Lehrer da immer getrieben haben. Ach nee, die haben immer so Alibi irgendwas korrigiert oder so. Damals hatten die noch kein Smartphone und kein Laptop. Andreas, pack uns doch mal aufs Smartboard. Judy. Also, nach meinem letzten Video, wo ich über meine Handverletzung gesprochen habe, kamen ganz viele Meldungen von Leuten, die gemeint haben, Dennis, mach da doch was. Und wisst ihr was? Ich habe mich so lange davon abschrecken lassen, nicht, weil ich dachte, das macht nichts, oder nicht, weil ich irgendwie faul war, sondern weil ich tatsächlich mich schon mal drum gekümmert habe. Und das ohne Erfolg. Früher war ich bei mehreren Stellen, erstmal bei der Hausärztin, die hat mich dann da und da und dahin verwiesen. Ich habe dann Physiotherapie gemacht, das war auch okay. Und dann war ich bei einem Handchirurgen. Und dieser Handchirurg hat ein MRT angeordnet, das heißt, wir haben ein richtiges Innenfoto von meiner Hand gemacht. Und das hat Wochen gedauert und dann viel angeguckt und die Physiotherapeutin hat sich das angeguckt, ein anderer Arzt hat sich das noch angeguckt. Und dann war ich bei diesem Handchirurgen und der hat gemeint, ich sehe da nichts. Auf gut Deutsch. Also der hat dann gemeint, ja, hören Sie mal, wir haben hier das teuerste Verfahren angewandt, um da was zu sehen. Ich sehe da nichts. Und dann ist auch nichts. Ne? Also was man so von Ärzten manchmal kennt, dann sehen die nichts und dann finden die, da ist auch nichts. Und ich laufe so zum Spaß mit einer Schiene rum und und mache mir voll den Kopf. Na, keine Ahnung. Von daher habe ich gedacht, okay, wenn dieser Handchirurg sagt, ich sehe da nichts, was soll ich dann machen? Und dann bin ich halt wieder gegangen. Das hat ja auch, wie gesagt, jahrelang gut funktioniert. Oder mehr oder weniger gut. So, es ist jetzt nicht so der Karrierebrecher gewesen bei mir. Das waren die Kinder. So, aber jetzt letztens im Video habe ich nochmal drüber gesprochen und da haben mir Leute Vorschläge gemacht. Und zwar haben die mir hier diesen Dr. Michael Lehnert empfohlen, Handchirurg aus Berlin. Und dieses Buch bin ich durchgegangen und habe viel über Hände gelernt tatsächlich. Sehr interessant. Und habe dann am Ende mir ein paar Übungen markiert aus diesem Buch, die ich mal mit euch mir angucken möchte. Nicht alle Übungen, sondern so die, die für uns relevant sind. Und das soll euch auch übrigens nicht davon abhalten, euch einfach mal dieses Buch zu besorgen. Es kostet 20 und ist wirklich hilfreich. Und wenn ihr meine Buchregel kennt, dann ist das eh ein No-Brainer. Meine Buchregel ist nämlich, wenn ich drüber nachdenke, ob ich mir ein Buch kaufen soll, dann kaufe ich mir das einfach. Weil dieses Geld, was dieses Buch kostet, die meisten Bücher sind es wirklich wert. Und wenn ich mal ein Buch erwische, was es nicht wert war, dann ist das längst wettgemacht durch die 10 Bücher davor, die das Geld mehr als wert waren. Also, von daher empfehle ich immer
wenn ich ein Buch empfehle, dass ihr euch das sofort kauft. Okay, gut, wir fangen an. Allgemeine Kraft erstmal. Ihr könnt jetzt übrigens mitmachen, ne? Andreas, du kannst auch mitmachen. Lass nur deine Schüler und Schülerinnen das nicht sehen. Lass mich nur noch mal kurz nachschlagen, dass ich euch keinen Scheiß erzähle, aber ich habe die alle gemacht, die Übungen, und so komplex sind die auch gar nicht. Die lassen sich in so, auf so einer Doppelseite, das ist jetzt eine Übung, das Fausttraining. Und zwar geht es hier um die Beugemuskulatur in den Fingern und die Haltemuskulatur der Hand und eine stärkere Griffkraft. Der Dr. Michael Lehnert spricht nämlich darüber, dass wir allgemein unsere Hände eigentlich viel zu wenig benutzen und, sagen wir mal, sinnvoll beanspruchen. Ja? Dann sitzen wir am Rechner oder halten das Handy oder zocken oder machen irgendwas. Eigentlich sind die Hände zum Zupacken da. Und das passiert viel zu selten. So, deshalb, kleine Übung, Thema Zupacken. Wir halten die Hände gerade hoch und machen einfach eine Faust und drücken diese Faust zusammen, so feste wir können, ungefähr 6 Sekunden. Achtung, geht los. 1, 2, 3. 2. Und entspannen. Und dann machen wir die sogenannte kleine Faust. Die ist so, dass wir nur vorne die Finger zusammen machen. Ich weiß nicht, wie fest man das machen muss, aber das halten wir auch 6 Sekunden. 6 und entspannen und wieder die feste Faust. Volle Kanne. Das kann man ja auch unterwegs machen, ne? Also wer sich für diese Übungen interessiert und die gerne machen möchte, muss ja jetzt nicht irgendwie jeden Tag 5 Minuten dafür blocken und sich einen Zeitraum dafür nehmen. Das ist ja unrealistisch. Das wird ja in den meisten Fällen nicht passieren. Sondern Behavior Design, Tiny Habit mäßig, könnt ihr euch einen Tag oder einen Spot am Tag irgendwie suchen, wo sowas gewohnheitsmäßig gut funktionieren könnte, wenn ihr eine der Übungen macht, zum Beispiel. Und jetzt war das eben bei mir zum Beispiel der Fußweg von der Tram zu meinem Studio. Da habe ich Fäuste und kleine Fäuste gemacht. Das ist eine Möglichkeit. Hilft auch dabei, nicht ins Handy zu glotzen. Gut, nehmen wir die nächste Übung. Die nächste Übung. Das O. Die nächste Übung ist das sogenannte O, fördert die Daumenmuskulatur. Herr Dr. Lehnert bezeichnet es als den Spitzgriff. Ich bezeichne das, habe das bisher als den Pinzettengriff bezeichnet. Gibt da wahrscheinlich einfach unterschiedliche Namen für, ist ja auch egal. Wir machen ein O. Ich glaube, man kann das auch mit beiden Händen gleichzeitig machen. Wir machen ein O und drücken ein bisschen zusammen. Wie lange? 6 Sekunden. 20, 24, 25, 26. Okay. Mit Mittelfinger und Daumen. 21, 22, 3. 25, 6. Mit Ringfinger und Daumen. Das dürfte schon schwerer sein. Und mit kleinem Finger und Daumen. Ein Durchgang ist angeblich ausreichend. Ich glaube dem Herrn das mal. Was ich auch gelesen habe, ist, man kann dafür eine Wäscheklammer nehmen und einfach die Wäscheklammer zudrücken. Ne? Dann hat man das auch. Was der Herr Dr. Michael Lehnert nicht empfiehlt, also er rät auch nicht davon ab, aber er empfiehlt es auch nicht, diese Handtrainer. Ne? Ich denke mal, also die kennt ihr bestimmt aus dem Musikgeschäft, so Handtrainer mit so Federn kann man dazu drücken. Denke ich mal, schadet nicht, aber war jetzt nicht explizit empfohlen. Okay. Handspreizung. Sehr interessant für uns. Dafür braucht ihr jetzt mal eine Tischplatte. Ich kann euch das dann auch nicht zeigen, oder? Kann ich euch das zeigen? Moment mal. Ich guck mal, ob ich euch das zeigen kann.
Haha, da haben wir sie. Okay. Hier, jetzt seht ihr, was ich gemacht habe. Und zwar legt ihr eure Hände auf den Tisch. Einfach erstmal ablegen, ganz entspannt. Ein bisschen höher fahren. So, Hände ganz entspannt hinlegen und dann so weit spreizen, wie ihr könnt. 10 Sekunden. 21, 22, 3, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Und sein lassen. Vielleicht ein bisschen ausschütteln, entspannen. Nochmal hinlegen. Machen das Ganze dreimal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und ausschütteln. Relaxi, relaxi. Und nochmal. Und los geht's. 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ausschütteln. Jo. Gut, die nächsten beiden Übungen, die sind für uns persönlich besonders interessant. Dann kann ich das auch zeigen? Warte mal. Ich glaube, das kann ich doch auch zeigen. Mit der zweiten Kamera. Moment. Ach so. Kamera. Warum ist das Mikro denn so locker? Nee, alles gut. Okay, pass auf. Die zweite Übung, das ist die sogenannte Handkippe. Dafür nehmt ihr einfach die Hand nach vorne. Also die Arme nach vorne, Hände offen, Handflächen nach oben. Und dann kippt ihr die so runter, wie wenn ihr, weiß ich nicht was, vom Mittelfinger runterfallen lassen wollt. Ja, genau. So, und das haltet ihr. Das haltet ihr ein bisschen. Ziel sind 90 Grad. Aber wenn das nicht geht, ist auch nicht schlimm. Dafür gibt es eine Lösung, und zwar eine Wand. So, pass auf. Ich gehe mal zur Wand. Ihr braucht auf jeden Fall ein Pippi Langstrumpf Poster dafür. Und dann, ne, macht es nicht am Poster. Ich mach's hier. Hände und dann geht ihr an die Wand. Und haltet ein paar Sekunden, vielleicht wieder sechs, ich weiß es nicht. Und zurück. Und wieder ran. Und zurück. Okay, es geht hierbei bei der Übung geht es um die Dehnung der Strecksehne, und es geht die ganze Zeit um Handkippe, Emma. Und es geht die ganze Zeit auch einfach um die insgesamte Beweglichkeit. Weil wenn man seine Hände, und die Handgelenke nicht bewegt, dann verklebt das Innere. Ich weiß nicht, was genau verklebt, will euch keinen Scheiß erzählen. Aber das ist das, was dann auch die Hände so steif macht oder was einen steif macht, wenn man irgendwie eingegipst war oder so. Dann ist das alles erstmal verklebt und unbeweglich und man braucht mal Physiotherapie. So, und wir können halt aber auch verkleben, wenn wir unsere Hände wenig benutzen und diese ganzen Bewegungen nicht machen. Genau, das heißt, nutzt wirklich den vollen Bewegungsumfang eures Körpers. Es gibt auch den Spruch, use it or lose it. Ne? Das heißt, wenn man seine Gelenke nicht ganz durchbewegt, dann denkt sich der Körper irgendwann, ja gut, dann brauchen wir das auch nicht. Ne? Genau. Faszien. Ja, ich will nicht mit dem Begriff Faszien um mich schmeißen, weil ich keine Ahnung davon habe. Okay. Jetzt für uns MusikerInnen ganz speziell oder BassistInnen eine ganz super geeignete Übung, nämlich die sogenannte Fallhand.
Fallhand sieht so aus. Also das haben wir gemacht. Kann man übrigens auch auf allen Vieren am Boden machen. Fallhand sieht so aus. Wir machen die Handrücken nach oben. Lassen die dann so kippen. Ich zeige es erstmal an einer Hand. Arm gerade. Und dann machen wir eine Faust. Oh! Und wer das von euch mitmacht, wird merken, das zieht hier ganz schön in der Beugesehne. Ja, in der Oberseite. Handrücken und hier im Unterarm. Und ich merke, ich komme gar nicht so weit runter. Also mit der so gebeugten Hand geht's. Aber wenn ich eine Faust mache, dann zieht's ganz schön und dann komme ich gar nicht mehr so weit runter. Genau, das kann man auch mit beiden Händen machen. Erstmal die Hände fallen lassen. Wie so ein Zombie. Und dann, wie ein wütender Zombie. Genau. Und wer merkt's? Hand hoch. Und das, wie oft macht er das? Genau. 6 Mal, jeweils 10 Sekunden. Und er sagt, dass das dadurch auch warm wird in den Bereichen. Und zwar mehr, als wenn man eine halbstündige Massage hätte. Ist wohl bewiesen. So. Und wenn wir das haben und so Übungen täglich machen, dann bleiben wohl unsere Hände gesund. Und wenn die nicht gesund bleiben, kann man immer noch zum Arzt. Und meistens ist keine OP nötig. Er schreibt von ganz vielen Verletzungen oder ganz vielen Krankheiten, die erstmal oft zuerst ohne OP angegangen werden können und die auch erfolgsversprechend sind. Neulich hat jemand von euch, ich weiß nicht mehr, wer es war, geschrieben, er hätte Schnappfinger. Schnappfinger heißt, ich glaube, man beim Beugen oder beim Strecken oder beides, man kommt bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht's flupp. Und dann schnappt man über diesen Punkt hinaus und auf dem Rückweg schnappt, muss man wieder, kommt man wieder bis zu einem bestimmten Punkt, muss man ein bisschen drücken und dann schnappt es wieder hervor. Und was ich sehr interessant fand, ich weiß jetzt den Grund dafür. Und zwar ist es so, dass man in jedem Finger hat man eine Beugesehne auf der Unterseite, die macht, also die zieht und dann macht man so. Und man hat eine Strecksehne auf der Oberseite, die zieht und dann macht man so, wupp, ne? Zip und wupp. So ist ja das Prinzip von allen Muskeln. An einer Seite zieht es, an der anderen Seite zieht es. Und je nachdem, wie es zieht, macht man halt so oder so. Hier zieht auch hier was, hier der Muskel mit den Sehnen, wenn ich so mache. Der Muskel zieht, wenn ich so mache. Also es ist immer ein Ziehen. Genau, und so in den Fingern eben auch. Und das mit dem Schnappfinger, das ist sehr interessant, weil diese, das kommt daher, also das ist jetzt hier random Wissen, ne? Das ist überhaupt voll irrelevant für euch. Außer für die Personen, die es interessiert. Das kommt zum Beispiel daher, dass man, nee, anders, diese Sehne ist mit so einem Ringband festgemacht an einem Knochen. Da ist wie so eine Schlaufe vom Knochen aus gesehen, wo die Sehne so durchgeht. Und wenn die Sehne sich an einer Stelle irgendwie verdickt und ein Knötchen bildet, dann kann das passieren, wenn das an der Sehne ist, wenn das an dem Ringband ist, was habe ich denn hier für einen Knubbel? Wenn das an dem Ringband ist, dass man dann dieses Knötchen quasi durchs Ringband durchziehen will und da hakt es dann und dann macht es schwupp, dann ist das Knötchen durch. Und dann kann man sich wieder bewegen. Das heißt, das Knötchen verhakt sich immer so ein bisschen am Ringband und schwupps dann da durch. Lässt sich aber behandeln, muss man nur mit zum Arzt gehen. Ist alles erstmal scheinbar unproblematisch. Also nochmal Werbung, Hände gut, alles gut. Dr. Michael Lehnert, Podcast. Supi! Das hat mich so jetzt die letzte Woche beschäftigt und ich liebe das total, mich für was zu interessieren, mir das Buch zu holen, mir es reinzuschaufeln. Und dann das zu können, voll gut. Sehr schön, macht sehr viel Spaß. Und ich hoffe, ihr habt auch was davon. Veronika, das Tolle ist, man spürt gleich, wie sich die Beweglichkeit verbessert. Ja, cool, schön. Oh wei, zieht bei mir nicht. Also, wenn das hier bei dir nicht zieht, dann könnte das 2 Möglichkeiten haben. Es gibt das, dass Leute hyperflexibel sind. Zum Beispiel meine Freundin und ihre Mutter, die sind hyperflexibel, bei denen ist es, glaube ich, so, dass die Sehnen einfach länger sind.
Und die spüren diesen Ziepeffekt nicht. Das heißt, wenn die irgendeine Dehnung machen, dann ist irgendwann Schluss, so weil da das Gelenk aufhört, aber nicht, weil die Sehne aufhört. Ne? Das heißt, es könnte sein, dass einfach deine Sehne so lang ist, dass es nicht zieht. Das ist für dich ein Vorteil bei allem, was mit Dehnung zu tun hat. Nachteil ist das bei allem, was mit Stabilisierung zu tun hat. Leute, die hyperflexibel sind, die knicken sich zum Beispiel öfter mal einen Fuß um, ne? Weil da die Sehne das nicht so gut stabilisiert. Kann vielleicht auch im Alter problematisch werden oder Schwierigkeiten mit sich bringen. Also es gibt immer Vor- und Nachteile. Anderer Grund ist, oder könnte sein, du machst es nicht weit genug. Ja, also wenn du so machst, so zieht es bei mir auch nicht, aber wenn du erst die Hand aufmachst, die kippst und dann die Faust machst und versuchst, die Hand in der gleichen Position aber zu halten und du bist nicht hyperflexibel, dann wird es wahrscheinlich kniepen. Könnte sein, ja. Okay. Hast du dich schon mal umgeknickt? Oh, wir haben noch was vor. Aber das dauert nicht lang. Das können wir noch machen. Und zwar gibt es, ich glaube, das war eine Empfehlung von Jean. Oder von Luca. Ich weiß es nicht. Einer von beiden. Ich glaube, Jean war es. Und zwar fragte er, es rennt draußen, Leute. Es kann sein, dass wegen schlechtem Wetter Internet schlecht ist. Dennis, willst du dir mal das Five-String-Bass-Shootout von Nate anschauen? Nate Navarro. Da ist ein Music Man, ein Dingwall und ein LeFay Herr Schwarz dabei. Nur zu empfehlen. Und ein SR Soundgear, Ibanez, ist auch dabei. Und den ziehen wir uns jetzt mal rein. Wenn der Stream wieder läuft. Okay, pass auf. Ah, ich muss eben noch den Sound einstellen. Kommt bei mir nix. Wie soll ich das denn jetzt nicht? Ihr hört mich. Das ist schon mal gut. Aber was anderes funktioniert hier nicht. Und ihr hört auch das. Gut, okay. Das funktioniert. Ja, wir ziehen uns jetzt das Five-String-Bass-Shootout rein, aber ich kriege jetzt gerade hier meinen Soundkram nicht gebacken. Aber wird gleich gehen. Also, Mikrofon und Windows, Bass... Bass und Windows. Okay, jetzt müsste es gehen. So. Okay, wir schauen mal rein. Ach so, für euch kurz als Info, es ist ein Vergleichsvideo von mehreren verschiedenen
Five-String-Bässen. Erster Ibanez. Okay, den kenne ich nicht. Oh. Mhm. Was sagt ihr dazu? Das ist ja interessant. Die sind ja sehr direkt verglichen. Ach so, das ist ein anderes Shootout als, Okay, ich nehme das andere. Boah, Leute, ey. Ich habe mich schon gewundert, weil ich hatte mir das ja angeguckt. Ich habe gedacht, vielleicht habe ich irgendwas verpasst. Ach, Leute. Na gut, ich such's ja schon. Fender Ibanez. Ich finde das nicht. Schick mir mal einen Link, Luca. Ach, ich habe Dave Navarro eingegeben. Nate Navarro. Fender Ibanez Malo vor 2 Jahren. Dann gibt es noch eins vor 3 Jahren. Es gibt vor 1 Jahr Fender Warwick Spector. Ups. Schon mal den richtigen Link. Nehmen wir den mal. PV Warwick Music Man Dingwall LeFay. Der ist von 2018. Bist du dir sicher, Jean? Moment. Ja, ihr meint das. Das hier. Hier, Five String Bass Shootout, PV Warwick, Music Man, Dingwall LeFay. Das hat mir jetzt Jean geschickt. Richtig? Okay, ich mach einfach an. Metallisch, die H-Seite. Ugh. Okay, was findet ihr davon am coolsten? Wir hören noch mal rein. Ich finde, man muss immer so alle Seiten so ein bisschen separat betrachten. Also ich finde die B-Seite hier, also ich, noch mal anders. Man muss immer so ein bisschen die normalen Seiten von der B-Seite getrennt betrachten. Und hier die B-Seite klingt sehr metallisch, wie ich finde. Oft hat die B-Seite nicht so viel Saft, ne? Nicht so viel Bass und ist nicht so durchsetzungsfähig. Darauf würde ich mal besonders achten. Bei dem, ich finde, der klingt eigentlich ganz schön, obwohl ich Peavey eigentlich nicht so mag, aber mehr so vom Handling her. Vielleicht ist der Sound ja geil. Und
die H-Seite oder die B-Seite ein bisschen, ich weiß es nicht, die klingt rülpsig. Ich glaube, kann sein, dass die sich im Bandkontext nicht durchsetzt. Okay, Warwick. Warwick ist für mich... ich will nicht wieder Leute vor den Kopf stoßen. Deshalb sage ich nichts zu Warwick. Doch, das klingt so dünn, oder? Die oberen Saiten, also ich meine, das ist natürlich mein persönliches, ne? Das kann jeder, wie er will. Aber die oberen Saiten, die klingen so dünn, wie ich finde. Moment, wo haben wir es? Hier. Das würde mir nichts geben, tatsächlich. Na, und der klingt... Das ist was Besonderes für mich. Music Man ist einer meiner Schätze. Weil der klingt so schön... Der klingt klar, drahtig, knurrig und böse. Hör nur mal rein. Die H-Seite fehlt mir nicht so gut. Oder B-Seite, oder wie man es nennen will. Die hat nicht so viel Bass. Die scheint so ein bisschen durchzu... Naja, nicht so richtig. Bisschen verzerrt leider ein bisschen auch. Der klingt wie ein Brett. Da die B-Seite klingt wie eine Planke irgendwie. Hier finde ich, klingt die B-Seite zwar mächtig, aber so eingefärbt. Also irgendwie so sehr, die klingt sehr nach was. Bis dahin klingt alles schön sauber und edel, finde ich. Einfach. Also sehr ausgewogen irgendwie, würde ich sagen. Naja, gut. Aber ich mag LeFay auch, muss ich sagen. Ich will mal einen in der Hand haben nochmal. Okay, ohne viel Gelaber. Jetzt haben wir so viel auf der ersten Minute rumgeritten und wir sind auch schon mit der Zeit drüber. Wir hören mal weiter rein, okay? Ach so, übrigens. Hier, Nate Navarro. Ich will nur mal ganz kurz, nicht, dass einer findet, dass ich zu viel, dass ich dessen Content klaue oder so. Zieht euch ihn hier rein. Nate Navarro ist das. Ja, der macht scheinbar öfter so Shootouts. Also, und spielt Sachen. Zieht euch den noch mal rein. Kann auch scheinbar spielen. Was sagt ihr? Welcher überzeugt euch am meisten in dieser Sektion? Machen wir nochmal. Den finde ich eigentlich cool vom Klang. Die B-Seite überzeugt mich nur nicht so. Den finde ich eigentlich auch ganz gut, den Warwick in dem Fall. Aber irgendwie also mehr so als Melodie und nicht so als Bass, ne? Okay, Music Man. Da würde ich noch nachregeln. Der gibt mir auch nicht viel, tatsächlich. Der klingt wieder ordentlich und sauber. Ein typisches Metal. Also der ist ordentlich und sauber und ich finde ihn gut. Der klingt, ich finde, der klingt ein bisschen brav, der LeFay. Der klingt so ein bisschen wenig eigenständig vielleicht.
Was hat er gesagt? Was kommt da? Ich hab nicht geguckt. Okay. Neck Pickup. Klingt mir zu dumpf. Irgendwie die Höhen zu knallig und die Bässe zu dumpf. Und der, weiß ich nicht, was er da für die Cue angelegt hat oder was er da gemacht hat. Der Music Man gefällt mir auch nicht. Ja, der ist schön. Ja. Der verzerrt leider ein bisschen. Den mag ich gerne. Das ist mein Liebling bisher in der Sektion. Der hat mir gefallen. Also da war jetzt mein der LeFay tatsächlich mein Favorit in der Bridge-Position. Bin auch eher so der Bridge-Typ. Ich weiß schon, wer da gewinnt. Da könnt ihr mich nicht mit abholen. Der überrascht mich, den finde ich positiv. Der ist schön schepperig, der knallert schön. Ja. Aber der Dingwall ist auch dafür gemacht, ne? Das ist wie wenn du, weiß ich nicht, wenn du, was soll ich sagen? Wenn du Franz Beckenbauer irgendwie gegen Usain Bolt im Sprinten antreten lässt. Das ist auch eindeutig. Den hören wir uns mal an. Der kann aber auch. LeFay kann auch Metal. Oh nee. Das finde ich nicht gut. Die hohen Seiten, der klingt in sich nicht stimmig. Ich finde, das klingt unausgewogen. Die E-Seite leer klingt sehr anders als die B-Seite. Dann die höheren Seiten klingen nochmal anders. Da müsste ich wahrscheinlich viel rumrutschen, um immer den gleichen Sound zu haben, weil ich dann viel versuchen würde, auf der gleichen Seite zu spielen. Oder auf einem Set von zwei nebeneinander liegenden Seiten. So, ich muss auf Klo. Das ist alles gut, aber jetzt? Nee. Nee, ist für mich vorbei. Das ist endgültig Schluss. Nee. Das ist okay. Nee, nee. Da hat er irgendwie so ein Montagsmodell erwischt bei dem Stingray. Also wenn ihr seht, was Lars Lehmann rausknallt aus dem Stingray, das sind Welten. Also für mich in der Kategorie Dingwall und LeFay, Darkless hat gewonnen. Nein, für mich in der Kategorie Dingwall und LeFay, die haben irgendwie diese Metal-Plek-Sektion am besten, oder überhaupt die Metal-Sektion, Shreddle-Sektion am besten gerissen, wie ich finde. Okay, das war's. Alles klar. Ja, cool. Also wie gesagt, zieht euch hier Nate Navarro rein. Ja, genau. Macht mehrere 5-String-Bass-Shootouts. Scheint es wohl als regelmäßiges Format bei sich zu haben. Okay, Leute. Oh, scheiße. Moment. Oh, upsala. Habe ich heute gar keinen Bass in der Hand gehabt? Was ist denn los? Krass.
sobald mir jemand von euch gesagt, was ich für ein, wo ich Gesangsunterricht herkriegen kann. Haut rein!